Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Long Dark. So, was wollen wir heute tun? Wir wollten heute gemeinsam ein wenig hinaus in die Welt wandern, um ein wenig weiter zu erkunden, aber vorher stärken wir uns und dann gehen wir los. Essen wir noch das hier. Und los geht's, würde ich sagen. So, wir wollten ja in die Richtung weitergehen und genau das werden wir auch tun. So können wir, wir könnten nicht sprinten, wie vertragen wir denn, Alter, vertragen wir denn so viel? Ist das nur unsere Kleidung? Okay, wir tragen auch hier richtig viel Zeug. Ja, aber nehmen wir alles mit. Wir kommen schon voran. Durchgeladenes Gewehr und sogar noch, soweit ich jetzt sehe, 9 Patronen über, also das ist gut. Damit können wir uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen arrangieren. Bin gespannt, was wir da hinten finden. Vielleicht ein paar Tiere. Friedliche wären wir am liebsten, weil die können wir dann in Ruhe schießen. Aber auch vor wilden Tieren, wie jetzt irgendwie Wölfen oder Bären, brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Trotzdem würde ich die gerne erstmal ein bisschen meiden, denn wir haben nur begrenzt Munition. Auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal in diesen Staudamm da, wo wir ja schon mal waren, zurückgehen irgendwann. Mal und dort den Wolf erschießen. Und dann halt den restlichen Staudamm erkunden. Um zu sehen, was wir dort so alles finden. Aber wir frieren nicht, das ist sehr gut. Wir haben so dicke Klamotten an, uns ist nicht mehr kalt. Okay. Da oben die Kirche, da waren wir ja auch schon. Ich glaube aber, da haben wir alles abgegrast. Da gibt es nichts mehr. So, jetzt geht's erneut in fremdes Territorium, in unbekanntes Gelände quasi. Blöde Sand. Mit dem zu zielen ist nicht gerade einfach. Kann man sich schnell verklicken. Wo geht's hier hoch? Okay, hier geht's wahrscheinlich. Ja, hier geht's nur hoch zu der Kirche, aber da waren wir ja schon. Da wollen wir nicht nochmal hin. Hallo Hase. Noch will ich nichts von dir. Noch. Was waren die ganzen Vögel da hinten und da auch? Hier links und rechts. Das sind irgendwelche Kadaver, irgendwelche Leichen. Müsste es eigentlich heißen, oder? Tür. Ja, da unten liegt ein Rehkadaver und was liegt hier drüben? Da komme ich nicht hoch. Doch, komme ich. Oh, oh. Da unten würde ich gern hin. Mal gucken, ob wir hier an der Seite runtergehen können. Aber wir tragen ja jetzt schon viel zu viel. Wollen wir da wirklich noch mehr tragen? Ist halt die große Frage. Wir sehen mal da unten nach, ob wir da irgendetwas Nützliches finden. So, hier rum. Kommen wir hier? Kommen wir hier runter? Runter kommen wir auf jeden Fall. Frage jetzt, ob wir wieder hochkommen. Ich würde sagen, das untersuchen wir später nochmal. Wenn wir ein bisschen weniger tragen. Wo geht's denn hier lang? Ziemlich weit auf jeden Fall. Ansonsten haben wir hier nichts. Oh, was haben wir denn da hinten? Eine. Aus wie eine Fabrik, also zumindest nicht wie ein normales Haus. Ja, das sieht aus wie eine Fabrik. Da möchte ich auf jeden Fall hin. In der Fabrik könnten wir uns auch so wieder so ein kleines Hauptquartier einrichten, quasi so ein bisschen mit Vorräten füllen. Mache ich ja immer irgendwo so einen Checkpoint einrichten, wo man immer hingehen kann, wenn es einem nicht so gut geht. Okay, dann würde ich sagen, hätten wir einen weiteren, in Anführungszeichen, Checkpoint gefunden. Es sei denn, es läuft da hinten gleich ein ganzes Wolfsrudel rum, dann lassen wir das lieber sein. Dann gehen wir da auch gar nicht hin. Okay, hier geht's anscheinend rein. Da kommen wir doch hoffentlich drüber oder drunter durch. Ja, da können wir drüber gehen, aber in dem Häuschen, da ist doch mit Sicherheit auch noch irgendwas.
Was haben wir denn hier? What have we here? Mein Nähzeug. Wir haben so viel Nähzeug. Oh, und noch eine Gewehrpatrone. Das ist auch schön. Noch was irgendwo. Oh, und Stoffe. Nehmen wir natürlich alles mit. Was haben wir hier? Nichts. Kann man auch mal wieder mitnehmen. Haben wir schon lange nicht mehr. Hier Energieriegel, Streichhölzer und hier vorne. Mal wieder nichts. Das gute alte Nichts. Oh, noch ein Gewehrputzset. Ja, das ist mit Sicherheit sehr nützlich für uns, denn unser altes ist ja von der letzten Reinigungsaktion des Gewehrs ein wenig aufgebraucht. Aber ja, hier, das ist eindeutig eine Fabrik. Für was auch immer. Das. Moment mal, ist das da hinten ein Skelett? Ja. Aber ein ganz schön großes. Ein Walskelett wahrscheinlich. Eine Walfischfabrik. Ja, sieht man auch nicht alle Tage. Rein hier. Verarbeitungsstation. Für Wale wahrscheinlich. So, hier gibt es sonst nichts. Ah, wir müssen also jedes Mal, wenn wir jetzt hier hin wollen, durch das Auto durch. Oh, lustig. Wir sehen uns zuerst mal hier drinnen um. Mal gucken, ob was wir da finden. Hui. Gut. Viele Kartons, denen kann man Brennmaterial machen. Ein Buch. Noch ein Schlafsack, aber wir haben kein Messer. Was zu trinken. Brandbeschleuniger ist super. Jede Menge Zeug zum Zerlegen, aber wir haben. Also wir haben schon eine Säge, aber die ist woanders. Noch ein Wollohrwärmer. Können wir den anziehen? Ja, den können wir hier drauf anziehen. Direkt überziehen. Hier noch irgendwas? Nichts. Erste-Hilfe-Set. Energieriegel. Zum Energieriegel. Erste-Hilfe-Set liegen. Karton. Oh, noch was zu essen. Super. Stoffe. Im Spind ist nichts. Okay, aber hier können wir auch einiges zerlegen. Aber das machen wir vielleicht irgendwann andermal, weil momentan brauchen wir es nicht. Dann sehen wir uns hier weiter um. Als nächstes gehen wir mal in dieses riesige Gebäude rein. Ja. Das hier ist eindeutig eine Walfischverarbeitungsstation. Es sei denn, es gibt noch andere Fische außer Wale, die so groß werden. Sieht schon cool aus. Kann man das verarbeiten? Nee, kann man nicht verarbeiten. Schade. Aus dem Knochen dachte ich, könnte man vielleicht irgendwas machen. Wo geht's denn jetzt hier? Ah, da geht's rein. Und hinein. Hui. Ganz schön großes Grippe. Flair. Okay, hier können wir natürlich. Palette können wir alles zu Brennholz verarbeiten. Also das hier. Scheint ein sehr guter Checkpoint zu sein. Hier liegt noch mehr Holz rum. Kann man auch noch verarbeiten. Gute Güte. Ich glaube, hier wird es uns nie an Brennholz mangeln. Karton kann man auch noch wieder zu verarbeiten. Und ich möchte gar nicht wissen, was hier alles rumliegt. Müssen wir mal in Ruhe erforschen. Aber ja, wir sind müde und wir tragen viel zu viel. Also lege ich erstmal irgendwo ein bisschen Zeug ab. Frage ist nur, ob es hier ein Regal gibt. Das wäre schön. Ist nichts. Nichts. Eine Werkbank. Super. Wir gehen mal hoch, ob es da irgendwo Schränke gibt. Los. Moment mal, das Gewehr legen wir gerade mal ab. Ich glaube, drin brauchen wir das nicht. Da liegt noch mehr Zeug. Ich brauche einen Schrank. Hier ist kein Schrank. Hier vielleicht. Oh ja, hier ist schon mal ein Spind. Durchsuchen und dann tun wir alles rein. Haben wir noch, oder noch mehr. Dann würde ich mal sagen, ich nutze die drei hier, die stehen da beieinander. Okay, durchsuchen, ja. So, und jetzt füllen wir erstmal diesen Spind hier auf. Was haben wir denn an Überfluss, was wir mal wegmachen können? So, hier. Wir tun mal, was tun wir denn da rein? Erstmal die Nähsets hier. Dann tun wir mal Flares da rein. Drei Stück behalten wir noch. Was behalten wir? Lampenöl kommt auch wieder. Das hier kommt rein. Das kommt rein. Das kommt rein. Das kommt rein. Dann noch das hier. Das kommt rein. Essen, das wiegt jetzt nicht so viel. Das kommt da rein.
würde ich mal sagen, wir behalten uns mal zwei Stück. Weg damit. Notfallspritzen, die behalte ich mal. Das kommt auch mit. Feuerholz. So. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und alles hier rein. Oh, wir haben ganz schön viele Streichhölzer. Aber die wiegen ja nicht so viel. Vor allem schon eine Birkenrinde. Alles da rein. Gut. Was wiegt denn noch so unglaublich viel? Ja, hier Kammstiegel 2 Kilo zum Beispiel. Aber die haben halt an. Die behalten wir. Kommen unsere Kleidung da rein, die wir nicht brauchen. Was wiegt denn noch viel? Das wiegt viel zum Beispiel jetzt noch. Der Schlafsack wiegt noch ein Kilo. Müssen wir uns nachher natürlich nur daran erinnern, das alles wieder mitzunehmen. Und hier, das kann alles da rein. So, alles da rein. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen weniger. Oh, Nötigbrecheisen. Das haben wir zum Glück hier. Schimmlige Salzcracker. Nehmen Sie mal mit, aber ich schmeiße gleich weg. Da gibt's gute Sachen drin. So, mal gerade mal gucken. So, schimmlige Salzcracker. Die lege ich hier in die Ecke. Da können sie nämlich auch bleiben dann. So, ablegen. Oh, jetzt stehen sie da unten. Ein geheimer Notvorrat quasi. Nee, aber die brauche ich nicht. Was haben wir hier noch? Gipfelbrause. Spitzenpfirsich, hier kann man alles noch essen. So, das durchsuchen wir erstmal hier ein bisschen. So, Aktenschränke. Mal wieder alles durchsuchen. Nehmen wir mit. Ach, schon wieder, komm schon. Trägst ein paar Lebensmittel mehr und schon wieder viel zu schwer. Was haben wir hier noch? Mitnehmen, alles mitnehmen. Oh, was steht denn da? Was war das? War das ein Wolf? Bitte sag mir, dass es kein Wolf war. Ich denke, ich kann das benutzen. Nichts hier drin. Sonst ist ja auch nichts. Oh, hier geht's auch noch weiter. Wir sehen uns mal in der Richtung um. Jetzt laufen wir mal ein bisschen. Wann hast du denn? Oh, wir sind zu müde. Wir legen uns gleich schlafen. Hier kommen wir runter. Hier liegt Holz und Holz. Sonst ist hier nichts. Oh, da ist noch eine Leiche. Da rennen wir mal hin. Was haben wir hier? Could end up being useful. Fackel, okay. Brauchen wir jetzt nicht, aber wir nehmen sie mit. Was zu essen. Und in der Leiche haben wir noch Zunderbündel. Sonst nichts. Gut, gehen wir mal runter und suchen unten noch ein bisschen. Hier runter. Und hier. So, was haben wir hier? Kanister. Von denen finden wir genug. Och, mehr Nähzeug. So, ganz ehrlich, so viel kann ich gar nicht nähen, bis ich die ganzen Nähkits mal aufgebraucht habe. Aber Gewehrputzset ist wieder was Gutes. Die kann ich alle verarbeiten nachher. Also, wenn ich sie mal brauche. Momentan brauche ich sie ja nicht. Ich habe genug Brennzeug. Guckt hier noch irgendwas? Nö. Paletten. Hier, hier kann ich nicht durchkriechen. Oh, ein Wetzstein. Ja, ein Wetzstein zum Messerschärfen. Was mir jetzt noch fehlt, ist das Messer. Kann ich jetzt bitte noch irgendwo ein Messer kriegen, dann wäre das Ganze hier perfekt. Ich glaube, ich verlange schon wieder viel zu viel. Oh, noch ein Brecher, das haben wir ganz schön abgenutzt. Wir nehmen es trotzdem mit. Hier liegt noch mehr Holz. Und noch mehr Holz. Noch mehr Holz. Wie viel tragen wir denn schon wieder, dass wir so langsam sind? Ja, schon wieder 37 Kilo. Das ist unglaublich. So, was haben wir hier noch? Eine Kiste. Hier ist nichts. Die Fäustlinge sind wahrscheinlich auch nicht mehr zu gebrauchen, aber zerlegen kann man sie. Hier drüben noch irgendwas. Zeitung.
Karton, den ich auch noch zerlegen könnte. Also ich kann hier alles zerlegen. Ist eine Freude. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier. Holz. Hier ist nichts. Hier liegt noch was. Und zwar noch mehr Brandbeschleuniger. Metallschrott. Und was haben wir hier drin? Schimmliges Trockenfleisch. Ich finde ja nur schimmlige Sachen teilweise. Was natürlich scheiße ist, denn ich will nicht normale Lebensmittelvergiftung kriegen. Und was da hinten noch was? Oh, was ist denn das? Ein Hammer. Ja, ob der uns noch nützlich wird, höchstwahrscheinlich. This gear is starting to slow me down. Yes, noch eine Säge. Und ein Safe. Gut, ich setze mal wieder hier einen Cut. Wir sehen uns gleich, wenn ich ihn geknackt habe. Bis gleich. Da sind wir wieder, hab's jetzt geschafft. Und was haben wir hier drin? I think I can use this. Signalpatrone, okay. Noch eine. Magnesiumfackel. Ich glaube, eine Signalpistole wäre auch zu viel verlangt. Gut, wieder nach oben. Den ganzen Stuff ablegen. Wir haben schon wieder viel zu viel und wir sind ganz schön ausgelaugt. Das heißt, wir legen uns gleich auch mal ein bisschen schlafen. So, aber jetzt erstmal hier noch suchen. Was haben wir hier noch? Hier noch einen Schokokugel. Noch mehr Nahrung. Orangenlimo und eine Dose Sardinen noch. Zeitungspapier. Ein Wollhemd. Die Kleidung muss man auch mal überprüfen, ob die besser ist als unsere. Hier noch irgendwas. Ne, ist eine leere Dose. Das ist auch leere Dose. Oh, da liegt noch was. Sportsocken. Ich nehme sie mit. Kann ich ja noch zerlegen, wenn sie nicht gut sind. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Gut, gerade zum Schrank gehen und nochmal ein bisschen durchsuchen hier. Also, Kleidung, das kann weg. Kann weg, keine Sorge, wir kontrollieren alles noch, ob es besser ist als unser Zeug. Noch irgendwas, die kommen noch weg, die kommen noch weg. Und das hier, den Rest tragen wir. Feuer. So, umlagern, alles da rein. Los. Alles da rein. Was haben wir hier noch? Signalpatrone und den Bettstein. Und, oh, der Hammer wiegt 2 Kilo, der kommt auf jeden Fall mal da rein. Noch ein Nähkasten, der Kanister kommt auch. Ach, geht nicht, das ist zu voll. Nehmen wir den nächsten Spinn, da passt ja auch noch was rein. Wird das alles wieder zurückbekommen? Zunächst Frage. Oh, unsere Brecheisen gehen langsam kaputt. Vielleicht können wir die mit dem Hammer reparieren. Mal da rein. Bügelsäge auch. So, den Rest behalten wir. Müssen wir auch noch da rein, um ein bisschen weniger zu tragen. Das behalten wir. Und ansonsten den Rest brauchen wir. Würde ich sagen, wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Hier ist ja schon ein Bett. Dann erstmal was essen. Ich würde sagen, wir essen erstmal den hier weg. Hoffentlich kriegt er keine Lebensmittelvergiftung, ansonsten schlafe ich einfach. Noch was essen. Und. Warte, das essen wir auch noch. Uns geht's immer noch gut. Das ist schon cool. So. Dann würde ich sagen, da uns das ja gut geht, legen wir uns mal was hin. Wir gönnen uns mal gute. Ja, 7 Stunden. 7 Stunden Schlaf gönnen wir uns mal. Danach ist zwar Nacht, aber das ist nicht so schlimm. Gut, sind wir ja quasi schon gut im neuen Heim angekommen. Ich fülle mal gerade die Sturmlaterne nebenbei erwähnt nach. Auffüllen. So. Und dann nehmen wir die auch gleich. Hier drin ist ein bisschen dunkel. So, aber jetzt können wir uns dann auch ein bisschen draußen umsehen. Was haben wir denn hier? Ein Wolf haben wir hoffentlich nicht hier. Das wäre blöd. Ah, noch Spinde. Okay, wir haben doch Wölfe hier draußen, aber ich hoffe, die sind nicht hier. Ansonsten hätte ich ein Problem. Überall nichts drin. Das ist doch ein Witz. Es ist immer noch nicht kalt, obwohl es Nacht ist. Also unsere Klamotten sind schon richtig gut. Gerade was trinken mal. Moment.
Sehr gut. Was haben wir denn hier noch so? Oh, ich sehe auch so genug. Dann nehme ich mal lieber das. Oh! Ach, da latschen Bäre und ich merk's nicht. Das ist ja schon gut. Vielleicht schießen wir ihn in der nächsten Folge. Ich weiß es nicht. Okay, hier brauche ich wieder die Lampe. So. Und was haben wir hier? Wieder Fäustlinge. Das ist unglaublich viele Fäustlinge, wie wir finden. Noch im Wetzstein. Schön. Ich habe immer noch kein Messer. Noch besser. Zweimal Orangenlimo. Hier ist nichts. Streichhölzer. Parker. Ob der was bringt, also ob der besser ist als unsere jetzigen Sachen, sehen wir noch nach. I think I can use this. Ja, ja. I think I can use this. Natürlich kannst du es benutzen. Hier noch was. Irgendwas Nützliches ist immer toll. Vielleicht ein Messer. Ich glaube, das ist wirklich zu viel verlangt. Noch mehr Lampenöl. Noch mehr Zeug. Ich glaube, wir können uns hier erstmal eine Zeit lang niederlassen. Noch ein Spind. Alles durchsuchen. Nichts. Hier noch was drin. Ja, noch mehr zu trinken. Noch mehr Streichhölzer. Aber ansonsten scheint auch hier nichts mehr zu sein. Gut, der Wohnwagen hier ist ziemlich groß. Kissen kann ich auch alle zerlegen, also könnte, wenn ich ein Messer hätte. Aber das gibt's ja anscheinend nicht. Hier ist sonst auch nichts. Hier komme ich raus, aber ich will da raus, wo ich reingekommen bin. Und das war da drüben. Ansonsten scheint es hier aber auch nichts zu geben. Also löschen wir die Lampe. Und wechseln aufs Gewehr. Ist mir persönlich nämlich sicher. So, gibt es auch irgendwelche anderen Gebäude hier? Ansonsten haben wir hier auch schon erstmal alles erkundet. Gut, jetzt bleibt natürlich nur noch unsere Ausrüstung zu überprüfen. Oh, noch eine Gewehrpatrone? Ey, gib her. Oh Mann, manchmal ist es hier ein echtes Gehabel mit der Maus. Rein. Gut. Dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von The Long Dark. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es in der Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.